Nahe der niederrheinischen Stadt Geilenkirchen liegt in der fruchtbaren Gegend der Wurmniederung Schloss Trips, eine ehemalige Wasserburg aus dem 13. Jahrhundert. Kern der Anlage ist das Herrenhaus aus dem 15. Jahrhundert. Hier lebten die Freiherren von Einatten. Die Vorburg beherbergt heute einen landwirtschaftlichen Betrieb. Dieser Mischbetrieb mit einer Größe von 75 Hektar wird von einem Landwirt mit seiner Familie, zwei Auszubildenden und einem Melker bewirtschaftet. Neben dem Anbau von Rüben, Weizen, Roggen und Gerste und der Haltung von 120 Stück Vieh werden hier auch Pferde gezüchtet. Außergewöhnlich dabei ist die Aufzucht der Ardenner-Rasse, den bis zu 900 Kilogramm schweren belgischen Kaltblütern. Die Zugpferde Beatrice, Manette und Fiesta werden am Morgen vom Hof zum nahegelegenen Feld geführt, auf dem der Roggen gemäht werden kann. Männer und Frauen, die bei der Ernte helfen, folgen den Pferden. Die Fähigkeit des Bauern, ein Dreiergespann mit diesen Pferden zu fahren und einen noch funktionstüchtigen Mähbinder ziehen zu lassen, ermöglichten diese Dokumentation einer Roggenernte, wie sie bis zum Ende der 50er Jahre üblich war. Der Mähbinder ist bereits zum Feld gezogen worden. Dazu werden zwei Transporträder in den Rahmen des Binders gesteckt und der Vorderwagen unter dem Schneidetisch, Plattform genannt, befestigt. Beim Transport auf der Straße wird der Binder in Längsrichtung gefahren. Ein Teil des Feldes ist bereits am Vortag abgemäht worden. Die Helfer führen Rechen und Heugabeln mit, die als Hilfsgeräte bei der Ernte mit dem Mähbinder gebraucht werden. Bis zur Arbeitspause soll der Proviant schattig stehen. So, ihr müsst jetzt hier die Stoppe aufsetzen, damit ich mit der Binder nachher durchfahren kann. Ja. Fangt er an? Erntehelfer müssen die Garbenbündel aufsammeln und zusammenstellen. Frauen und Helfer nehmen die Arbeit auf dem Getreidefeld auf, während die Männer zunächst noch den Einsatz des Mähbinders vorbereiten müssen. Um die Maschine während der Nacht vor Feuchtigkeit zu schützen, wird sie abends mit Garben abgedeckt. Vor allem die Transporttücher aus Leinen dürfen nicht nass werden. Bei sachgemäßer Pflege hielten sie 7 bis 10 Jahre. Der seitliche Rotor des Mähbinders teilt einen Getreidestreifen vom Feld ab. Der Messerbalken schneidet die Halme. Die Tuchbahnen nehmen die gemähten Halme auf und transportieren sie zur Bindevorrichtung. Hier werden sie gebündelt und zur Seite ausgeworfen. Ist der Mähbinder freigelegt, wird der Schnurbehälter mit einer neuen Schnurrolle aufgefüllt. Die neue Schnur wird mit einem dünnen Knoten an die bereits eingefädelte Kordel angebunden. Die Tuchbahnen, die das gemähte Getreide aufnehmen und weiter transportieren, müssen gespannt werden. Steht der Mähbinder für längere Zeit still, wird die Spannung der Tücher gelockert.
Sie muss beim Einsatz der Maschine wieder angezogen werden. Dies geschieht beim Plattformtuch durch das Drehen einer Handkurbel. Bei den Elevatortüchern, die das Getreide schräg nach oben fördern, wird das Spannscharnier mit der Hand oder durch leichten Fußdruck zum Einrasten gebracht. Die hölzernen Querlatten auf dem Fördertuch halten während des Mähens die Halme in einer Richtung und verhindern, dass sie zurückrutschen. Ein mit der Hand betriebener Probelauf soll zeigen, ob die Transporttücher richtig laufen. Sobald die Pferde anziehen, drehen sich die Bodenräder. Hierdurch erhält der Mähbinder seinen Antrieb. Von einem mit Greifern versehenen Hauptrad wird die Kraft über ein Zahnradkettensystem auf die beweglichen Teile übertragen. Diese müssen alle sorgfältig abgeschmiert werden. Hast du die letzte Kiel geschmiert? Oh, da muss ich nicht so genau nehmen. Ne? Das sieht man. Ja, man riecht sich mal nicht ab. Aber gut schmiert, gut Pferd. Hey, wo blitzt du mit den Pferden? Ich bin fertig. Oder trag ich hier? Riecht sich mal nicht ab. So. Um die Pferde während der Vorbereitungen ruhig zu halten, werden ihnen mit Hafer gefüllte Kopfsäcke umgehängt, aus denen sie auch in den Arbeitspausen fressen. Die Kopfsäcke werden den Pferden abgenommen, damit sie angespannt werden können. Die Koppelstange zwischen den Gespannpferden wird am Gebissstück befestigt. Mit dem Einsetzen der Gebissstücke sind die Pferde aneinander gekoppelt. An sich legte man den Pferden die starren Koppelstangen ungern an. Sie schränken den Bewegungsraum, um lästige Fliegen abzuwehren, zu sehr ein. Aber sie sind notwendig, um ein Ausscheren der Pferde zu verhindern und erleichtern es dem Bauern, sein Gespann in der Spur zu halten. Auch das Abschmieren der Radnarben darf nicht vergessen werden. Beim Anspannen werden Ketten, die an den Zugscheiten des Vorderwagens befestigt sind, in das Rippengeschirr der Pferde eingehängt. So, ich bin fertig. Ah, die Manette muss jetzt zurück. Morgen sag ich gleich, wie über der erste Shop, wa? Ja. Und dann kann ich die Länge richtig sitzen. So, ja, was? Müsste der Leine laufen. Jo. Ja, los, fängst mal durch. Ja, aber jetzt kommst du die Länge aufnehmen. Ja, ich kriege mich. Das ist mit eng. Links und rechts am Gebissstück der äußeren Pferde wird die 12,50 Meter lange Führungsleine mit dem Pirzknüpp, einem besonderen Knoten, festgemacht. Durch das gebogene Ende einer Führungsstange auf dem Vorderwagen wird sie bis zum Fahrersitz auf dem Mähbinder geführt.
Trotz der durchdachten Mechanik und Konstruktion des Mähbinders muss der technische Ablauf während der Arbeit kontrolliert werden. Der Helfer folgt dem Binder und hilft mit einer Heugabel dem Transport des Getreides nach. Notfalls muss er die Garben trennen und lockern, damit kein Stau auf den Transporttüchern entsteht. Der Mähbinder, mit dem hier Roggen geerntet wird, ist ein Modell aus dem Jahre 1919. Er wurde 1935 für 1000 Reichsmark angeschafft und war bis 1959 im Gebrauch. Die Haspel, das sich in Fahrtrichtung drehende Flügelrad, lässt sich je nach Wuchshöhe des Getreides verstellen. Die Querstäbe der Haspel legen die Getreidehalme, die der mit einer Schnecke versehene Rotor in Streifen vom Feld abteilt, nach hinten um. Sie werden kurz über dem Boden von dem Messer des 1,50 Meter breiten Mähbalkens abgeschnitten und von der folgenden Haspelstange auf das Transporttuch geworfen. Von hier werden die Getreidehalme über die Tuchbahnen zur Bindevorrichtung geführt, gebunden und als Garbenbündel zur Seite ausgeworfen. Zum Wenden und für die Rückfahrt über das gemähte Feld wird der gesamte Binder außer Betrieb gesetzt, indem man den Kupplungshebel unter dem Fahrersitz betätigt. Durch Umlegen des entsprechenden Hebels wird der Mähbalken angehoben. Zu Beginn einer neuen Mähreihe muss der Binder eingekuppelt, der Mähbalken gesenkt und in die richtige Position gebracht werden. Der Helfer gibt zu verstehen, dass angehalten werden muss. Auf den letzten Metern fielen nur noch lose Ähren zu Boden. Das heißt, die Schnur zum Binden ist gerissen oder aufgebraucht. Ein Kordelknäuel reicht zum Binden von ca. 4 Morgen Roggen. Bei Weizen ist es wegen der dickeren Halme weniger. In der Regel musste zweimal am Tag eine neue Rolle eingesetzt werden. Das Ende des vollen Schnurknäuels wird ein gutes Stück herausgezogen. Damit sich die Schnur besser einfädeln lässt, wird ein kurzes Stück doppelt geschlagen.
Ähnlich wie bei einer Nähmaschine wird die Schnur durch eine Öffnung am Schnurkasten nach außen, hinter eine gefederte Lasche, durch mehrere Fadenführungen bis zur gebogenen Nadel geführt und an deren Spitze durch das Öhr gezogen. Beim Knüpfvorgang formen Schnurhalter und Knoter die Kordel zu einer Schlinge. Beim Auswurf der Garbe wird die Kordel durch ein Messer abgetrennt. Damit kein Getreide verloren geht, werden die losen Garben, die die Maschine ungebunden ausgeworfen hat, nachträglich zusammengebunden. Mit einer knappen Handvoll Halme wird das Bündel umgriffen. Die Enden werden zu einem Band stramm umeinander gedreht und festgesteckt. Während der Mähbinder das Roggenfeld Streifen für Streifen abmäht, stellen die Helfer in ruhigem, aber steten Arbeitsrhythmus die Garben zusammen. Früher war es Aufgabe der Frauen, die Garben aufzustellen. Wenn es aber erforderlich war, mussten auch Kinder und ältere Leute mithelfen. Einige der Erntehelfer erleichtern sich das Aufnehmen, indem sie die Garben kurz vor dem Knie absetzen, das Knie dann anheben und gleichzeitig das Bündel umgreifen. So lassen sich rechts und links je ein Bündel unter den Arm packen. Die kegelförmigen Garbenhaufen, hier die Hoken genannt, werden nach einem festen System zusammengestellt. Zweimal werden jeweils zwei Garbenbündel kreuzweise gegeneinander gelehnt. Die Zwischenräume werden dann nochmals mit 8 Garben gefüllt, sodass eine Hoke aus 16 Garbenbündeln besteht. Mit einem leichten Tritt werden die Garben angedrückt und stehen damit fester beieinander. Der Abstand zwischen zwei Hokenreihen muss so breit bleiben, dass der Mähbinder Platz zum Zurückfahren hat. Bei der Weizenernte ist das nicht nötig, weil das Getreide senkrechter steht. Das Feld kann daher rundum abgemäht werden. Roggenähren dagegen sind schwerer und neigen sich zur Seite. Sie können besser gegen die Wuchsrichtung, das heißt nur in einer Richtung gemäht werden. Herr Pries, komm zurück! Nach der Ernte wird das Feld zum Sümeren freigegeben. Früher waren es Kinder, meist aus ärmeren Familien, die sich mit dem Auflesen der übrig gebliebenen Ähren etwas dazu verdienten. Die Getreidehalme werden in eine Hand gesammelt, dabei unterhalb des Ährenansatzes gepackt. Eine Handvoll so gesammelter Ähren bezeichnete man als Sang. Ein Sümerer schaffte es, ungefähr 45 solcher Ährenbündel am Tag zu sammeln, die er statt Lohn behielt. Die geschnittenen Halme laufen so lange auf dem Transporttuch auf, bis die nötige Menge zum Binden erreicht ist. Klappen, die den Weitertransport während des Bindevorgangs gesperrt haben,
kippen nach unten weg, während die Greifarme des Auswerfers das Bündel packen und zur Seite ausstoßen. Mit dem halbmechanisierten Mähbinder und den drei Zugtieren konnte man pro Tag ca. 5 Morgen Roggen ernten. Nach den 30er Jahren waren für die Getreideernte auch Leichtbinder im Einsatz, denen nur 2 Pferde oder auch ein Ochse und ein Pferd vorgespannt wurden. Hatte der Bauer die Möglichkeit, Ersatzpferde zu stellen, so wurden die Tiere nach der Mittagspause ausgewechselt. Da die Pferde seit dem frühen Morgen im Einsatz sind, werden sie zum Spätnachmittag sichtbar müde und tun sich schwer, den 500 Kilogramm schweren Mähbinder zu ziehen. Mit dem Bau von landwirtschaftlichen Maschinen, die die Ernte rationalisieren und erleichtern sollten, war Anfang des 19. Jahrhunderts in England begonnen worden. 1826 wurde eine verbesserte Maschine mit Mähbalken, Halmteiler, Flügelrad und Seitenableger konstruiert, aber noch fehlte die automatische Bindevorrichtung. Erste Versuche mit Mähmaschinen, die die Garben selber banden und auswarfen, wurden 1865 gemacht. Es dauerte dann fast 40 Jahre, bis sich der voll entwickelte Typ des Mähbinders auf niederrheinischen oder auch münsterländischen Höfen durchgesetzt hatte. In anders strukturierten Gebieten, wie dem Bayerischen Wald oder dem Hunsrück, in denen die Bauern unter anderen landschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen arbeiteten, fehlte der Mähbinder in den 20er Jahren sogar noch ganz. Auf manchen niederrheinischen Höfen wurde mit dem Mähbinder, der später meist vom Traktor gezogen wurde, bis in die Mitte der 60er Jahre gearbeitet. Dann hielt der selbstfahrende Mähdrescher fast überall in der Landwirtschaft Einzug. Die ersten landwirtschaftlichen Maschinen brauchten fast 50 Jahre, bis sie allgemein verbreitet waren. Der Mähdrescher dagegen setzte sich in nur wenigen Jahren durch. In nur einer Stunde kann der vollautomatisierte Mähdrescher im Ein-Mann-Betrieb die gesamte Erntearbeit leisten. Dagegen brauchten die Bauern mit ihren Helfern und dem Dreiergespann ein Vielfaches an Arbeitszeit, um das Korn mit dem Binder zu mähen und in Garben aufzustellen. Dennoch bedeutet der Einsatz des halbmechanisierten Mähbinders eine erhebliche Erleichterung gegenüber der harten körperlichen Arbeit mit der Sense.